gemacht, das kommt noch, Freunde. Wir haben erst angefangen zu spielen. Ne? So eine Schnorrer, ey. Ach, nein, ja. Das kann ich nicht machen. Ich bekomme auch ergänzende Leistungen. Bin nur ein halber Schnorrer. Das ist aber was Besonderes. Auch, ja, aber auch nur noch 3 Wochen, bis mein Praktikum zu Ende ist und ich eine Vollzeitstelle habe. Dann ziehe ich über euch her, ihr Schnorrer. Dann fange ich jetzt damit an, ihr alten Schnorrer. Leben von unseren Steuern, Gelder, echt, geht ja gar nicht. Werdet YouTuber, dann könnt ihr für euch selber sorgen. So, nach 3 Jahren, wenn ihr denn endlich mal ein paar Klicks habt. Na. Oh, scheiße, die Möbel schon wieder nicht gekriegt. Oh. Ja, weißt du, was ein cooles Spiel ist? Peter. Du musst dir Steine nehmen und versuchen, durchs obere Fenster reinzuwerfen. Einmal habe ich schon geschafft, der zweite Stein der liegt auf der Fensterbank. Siehst du da nicht? Ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Macht voll Spaß. Hat er ihn jetzt geworfen? Nee. Nee, der ja. Ging rüber. Oh, ging nicht mal nach, er kommt zurück. Oh, Doppelkante. Dabei ist reingefallen oder ist er nach unten abgefallen? Nee, er ist nach vorne weg. Oh. Achtung. Eigentlich kannst du dir so eine Spielwand bauen. Boah, der war gut. Spielwand bauen. Geht. Und? Ja! Komm, einmal noch, das macht voll Spaß. Zack! Ah, dass man hier keine Rutsche bauen kann. So, Möwe nicht gekriegt, aber den Kanarienvogel platt gemacht. War die Tante. Bin doch lieb zu Vögeln. Irgendwie ist das Haus scheiße. Kommst die Tür rein und hast hier so einen kleinen Kapuf. Ja, aber vielleicht, da können wir ja, da müssen wir uns mal was überlegen, was wir da reinsetzen. Ja, warum setzt du da auch ein Fenster hin? Das begreife ich bis heute nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es sieht cool aus, wenn draußen einer steht, guckt ein Fenster rein und hier drinnen ist einer. Das sieht. Ich wollte doch einfach nur mal ein bisschen mehr Licht ins Haus bringen. Dafür gibt's doch Lampen. Aber ist egal. Klugscheißer mochte noch nie jemand. Ich hasse die auch, die Idioten. Warum kann ich hier das andere Seil nicht holen? Was hast du hier schon wieder für Mist gebaut? Du musst hier von der Seite oder hier von irgendwo. Von der Seite und dann falle ich runter. Dann ist doch der erste Turm völlig überflüssig, wenn ich nur am zweiten ganz hoch komme. Ja, das war doch auch zu dem Zeitpunkt stand der erste Turm ja auch noch gar nicht. Ja, aber wenn der noch nicht stand, warum hast du den denn nachträglich hingebaut, wenn er so Nein, ich meine ist? Der zweite. Ach, der hintere stand da. Also der zweite stand noch nicht. Erst stand der erste hier. Den mussten wir ja bauen, als wir da versucht haben, irgendwie dieses Plateau da zu errichten. Was nicht so funktioniert hatte. So, jetzt das Spiel, was wir eben mit Steinen hatten, spielen wir jetzt mit Dynamitstangen. Ich hoffe, ich treffe nichts, was wir denn wieder neu bauen müssen. Wieso? Einen Turm können wir ja wegmachen. Nein, du zerlegst dabei das ganze Haus. Meinst du? Ja, wir lassen das lieber. Bist du sicher? Ja. Ich will jetzt irgendwas. Ich habe eine brennende Dynamitstange in der Hand. Ich will jetzt irgendwas. Werf's ins Wasser, vielleicht kannst du ein paar Fische fangen. Dynamitfischen? Nö, ich lass jetzt mal. Ich will mal gucken, ob man explodiert mit der Dynamitstange in der Hand. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Wo ist meine Cola? Bisher passiert nichts. Man sieht das auch nicht weiter runterbrennen. So, also jetzt immer weiter im Geschäft. Welche ethnische Gruppe wollen wir jetzt beleidigen? Mir fällt gerade keine ein. Alkoholiker sind lustig. Flüchtlinge? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Warum? Die verstehen uns doch eh nicht.
Ja, nee, davon lassen wir die Finger. Dann machen wir lieber Adolf-Witze. Ja, die sind auch noch Witz. Die sind ja zum Glück noch Witz. Ja, wenn man halbwegs Verstand hat, dann versteht man auch, dass die witzig gemeint sind. Ja, natürlich. Aber wir erwähnen das ja auch 2000 Mal. Also die Leute, die es dann immer noch nicht gerafft haben, dass es mit Humor gesagt ist, die haben dann auch keinen Humor. Das stimmt wohl. Hat sich auch bisher noch keiner drüber beschwert. Nee, sonst hätte man ja mal drüber reden können, dass wir es lassen. Wir hatten da jetzt einen Kopf rangehangen. War ich das oder warst du das? Wo? Hier am Trockending. Vorhin kann ich die Dinger gar nicht mehr essen. Doch, da wird bloß ein Taschensymbol angezeigt, anstatt ein Päckchen. So. Jetzt auch noch, Mann, ist das ein Weichei. Ich meine, das Gute ist, die Türen bleiben die ganze Zeit offen. Ja, solange wie wir keinen Besuch kriegen, sehe ich auch keinen Grund, die irgendwie zuzumachen. Ich will jetzt irgendwas bauen, was... Jetzt baut der hier unten noch ein Fundament hin. Jetzt wirst du aber... Bitte? Du baust hier unten so eine Art Fundament hin, so eine Umrandung. Ja. Für den Fußsockel. Ich finde das stylisch. Das ist aber ein bisschen Etepetete. Ja. Aber gut, okay, schlecht aussehen tut's wirklich nicht. Da habe ich dir schon recht. Was hast du jetzt wieder mit mir gemacht? Hast mich mit dem Stein beworfen? Ja. Durchs Fenster oder was? Nee, durch beide Türen durch. Echt? Man kann einen Stein gerade werfen? Ja, so ja. Halbwegs. Na gut, okay. Aber hast mich ja getroffen, von daher. Frag ich auch noch so blöd. Was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Nur mal so als... Das willst du gar nicht wissen. Komm mal zu mir, dann weißt du was ich gemacht habe. Ja, ich kann ja gerade nicht. Ich muss jetzt hier mal Holz sammeln. Na? Die eine Tür kann man abschließen, aber nicht aufmachen? Wird jetzt mal ein Seiten? Ah! Gut, also geht doch. Vergiss nicht, schließ uns nicht wieder aus. Ne? Deswegen haben wir nur diesen Turm gebaut gehabt, den ersten. Ja, ich weiß, ich wollte es nur von dir hören. Was hantierst du da mit Feuer rum? Mit Feuer nix. Ich geh da nicht rein. Was ist denn das jetzt hier für eine Tür? Ist das hier zu? Ja, ich hab's abgeschlossen. Feindling, Feindling. Oh, Scheiße. Die ganze Bude ist hier im Arsch. Das Essensvorrat-Dings ist auch im Arsch. Oh, ich bin ein bisschen Patex, geht das wieder. Oh, die Tür ist schon wieder heile. Patex? Guck, alles wieder heile. Das Ding ist krumm und schief. Alter, hätte ich mal doch mit Facecam heute gespielt, ey. Ich hab's echt erst überlegt. Oh, Alter, bin klatschnass gelacht. Ich muss gerade heulen. Vorlachen. Boah, der Fußball ist auch wieder gerade. Das war es mir jetzt aber wert. Und wenn ich jetzt alles alleine repariere. Aber guck dir das Ding doch mal. Ja, das machst du auch alles alleine. Das seid ich. Aber ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das wollte ich das letzte Mal schon, wo wir da aufgenommen haben. Es wird dunkel. Ich mach mal die Türen zu, ne? Und ich habe ja gesagt, Feigling. Und das wolltest du nicht auf dir sitzen lassen. Fand ich schon sehr. In Ordnung.
Alle anderen hätten jetzt wieder rumgeholt. Das kann ich nicht machen, ist unser Haus kaputt, bist du bekloppt? Ja, komm, also ich glaube, bei uns beiden war das eben schon klar, dass das... Aber wir können mal eine Runde schlafen gehen, weil... Gleich, wenn ich... Ich weiß nicht, ob nach dem Schlafen das Haus nicht zusammenfällt, wenn wir es nicht reparieren. Ach so. Ja gut, dann mach das mal. So, das kann noch ein bisschen dauern. Jetzt hör auf, mich hier einzuschließen. Hab ich nicht. Aber das wäre eigentlich witzig. Aber nein, hatte ich nicht vor. Oh, krumm und schief die Tür. Aber man kriegt sie noch auf und zu. War gut, dass ich so viel Harz gesammelt habe. Oh, das muss doch mal sein. Ich kann richtig die Blicke der Zuschauer denn sehen. Macht der das jetzt echt? Rennt der jetzt da rein? Nein, bloß nicht. Nein, nicht rennen. Boah. Obwohl, ich hätte eigentlich noch diese 5 Sekunden warten müssen. Nochmal so dich angucken. Nochmal hingucken. Aber ich habe extra nochmal schön das Holzfeuer weggeschmissen. Aber leider hat man nicht gesehen, dass die Druckwelle dich noch irgendwie, weil ich im anderen Zimmer war. Ja, dazu gut, aber das hätte. Das hätte dich dann wahrscheinlich mit weg umgehauen. So, können wir jetzt. Achso, nee. Bist du jetzt fertig oder? Ich weiß es nicht. Siehst, musst du mal mit Kontrolle machen. Ich hab noch. Ach, wir schlafen einfach, wir werden sehen. 3/4 ist ja heile. Nee, es sieht eigentlich alles ganz heil aus. Eine Wand ist noch. Nee, hier, irgendwie. Die hier. Glaube ich. Die machen wir nach dem Schlafen. Die ja. Können wir sonst zur Not auch neu hinsetzen. Aber das war jetzt mal lustig. Ich hab ein klatschnasses Gesicht vor Lachen, ey. Und Z. Am besten auch gleich mal speichern. Würde ich dir ganz ehrlich was sagen? Bitte. Ich hab nach der Pause nicht wieder auf Aufnahme gedrückt. Oh. Also, wir müssen jetzt die letzte Stunde wiederholen, weißt du, ne? Ich habe nämlich gerade erst auf Aufnahme drin. Also müssen eine Stunde länger spielen. Guck mal, ist das Holz. Aber gut, jetzt das, hast du ein einmaliges, was ich nicht. Das Holz sieht aber so ein bisschen verrußt aus, oder? Oder ist das der Schatten? Ah ne, ist der Schatten von den Bäumen. Bist du sicher? Ja, oder? Doch, ist der Schatten. Guck mal, mein Schatten ist da ja auch mit. Ja, stimmt, wenn du dich bewegst, dann bewegen sich auch die Flecken hier. Ja, das sind die Bäume. Ja, wenn man weiter. Schön. Weiter weggeht, dann sieht man ja. Das deutlich. Wir müssen nochmal Holz holen. Ja, ich mache jetzt nochmal Inspektion hier. Weil ich muss eine neue Bombe legen, weil... Also, die letzte Stunde bitte nur bei mir gucken. Das kann echt nicht sein. Leg ich hier so ein geiles Ding hin und... Nehm's denn noch nicht mal auf? Das ist bitter. Oh, alles kann man hier anscheinend nicht reparieren. Nee, sind noch zwei. Kann ich denn eine kaputte Tür abschließen, aber nicht reparieren? Weißt du, was mich auch wundert? Also ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, aber die Kannibalen lassen uns ganz gut in Ruhe. Moment, ja. Ja, wir haben ja bestimmt auch an die 100 Kannibalen getötet. Die müssen erstmal neue Zeugen. Ja gut, oder die denken, wir haben irgendwo da hinten unseren Sitz und deswegen... Das kann doch nicht sein. Warum kann ich denn hier... Die eine Seite ist noch komplett marode. Aber von Weitem sieht das Häuschen schon gut aus. Ja. Aber nicht ganz so. Ne? Da fehlt ein Fenster. Vorhin sag ich noch, du baust so viele Fenster und jetzt sag ich freiwillig, es fehlt eins. Gut, jetzt muss ich auch was machen, du baust die ganze Zeit so frei. Ne? Kannst schon mal Holz holen. Oh, immer bin ich, bin doch hier nicht. Also ehrlich. Ja. Ich hab doch glatt die Schubkarre vergessen. Welch ein Zufall aber auch. Ja.
Und das ist keine Ausrede. Ich habe vorhin auch vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also das passiert bei mir öfters, dass ich Sachen vergesse. Naja, das Gute ist, dass du ja mich noch in dem Sinne hast, da man es ja bei mir noch sehen kann, was wir zumindest gemacht haben die letzte Stunde. Vorhin ist es ja gar nicht jetzt so schlimm. Beziehungsweise eine Stunde ist es ja noch nicht mehr, sind ja 20 Minuten oder so. So ungefähr. Sagen wir mal eine halbe Stunde wird es so gewesen. So, neues Holz für dich. Hast du nicht gerade vor 5 Minuten gesagt, du holst so gerne Holz? Ich hol nicht gerne Holz. Denk bloß dran, mach diese Töpfe rechts nicht kaputt, ne? Ja, die sind ja rechts, deswegen halte ich mich jetzt so ein bisschen weiter links auf. Witzig ist hier diese eine Falle, die finde ich immer voll cool, wenn du da lang kriegst und kriegst diese Steinkugel ab. Hau dich auch immer voll um. Hä? Da ist doch. Ah! Boah. Da musste hier. Ach, so nicht. Ah, gut, okay. Bambi, halt still. Ich hab diese Aufnahmesession noch kein Reh gegrillt. So. Du sollst doch nicht tot umfallen, du sollst brennend durch die Gegend laufen. Spaßbremse. Ah, da ist noch eins. Nimm die Hand runter, du Vogel, brauchst du nicht denn. Jetzt oh, was ist das denn jetzt? Alter. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Jetzt hast du auch die kaputte Wand entdeckt, die man nicht reparieren kann. Ah, nee. Ich dachte gerade, wir könnten... Ich bin gerade am überlegen, wie wir denn den Karren... Ja... nach da oben kriegen. Warte mal. Da musst du eine bestimmte Treppe bauen. Weil ich habe auch schon mal ausprobiert, über diese eine Art von Treppe kannst du die Schubkarre ziehen. Wenn du sie nicht zu steil baust. Die Custom Stairs. Okay. Das geht. Das habe ich in einer Solo-Folge auch gemacht. Soll ich mal so ein Custom-Ding hier hinsetzen, so eine Blaupause? Dann musst du da oben in der einen Wand mal eine Tür reinmachen, dann setze ich da so eine Treppe hin. Wo denn? Seite? Hinten? Warte, nicht hier vorne, wo ich stehe. Also wenn du direkt vor dem Haus stehst... Ja. Genau da! Genau. Das hast du gut gemacht und wirst da auch nicht aufzählen. So. Simpel? Nee, Custom. Custom. So, bitte. Gehen. Jetzt sieht das auch nicht gerade hin, sonst wirken wir langsam nicht mehr authentisch. Ich vertraue dir da mal. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen. Druck. Den gleichen Gedanken hatten jetzt auch sämtliche Zuschauer. Warum sagt er das jetzt? Ist der bekloppt? Dem Vertrauen, der das so sprengt und es noch nicht mal aufnimmt? Leute, recht habt ihr. Aber wenigstens bin ich nicht behindert, kein Hartz-IV-Empfänger, kein Flüchtling oder sonst was. So, habe ich euch wieder gegeben. Ach ja. Und ich habe einen langen Balken gebaut. Du Schwein, hast du mir jetzt schon wieder gedacht? Nee, ich dachte, ich habe mir schon gedacht, dass du vom Balken redest. Ja. Was anderes wäre jetzt auch völlig an den Haaren herbeigezogen.
Echt. Oh, hier sind Schildkröten. Jetzt müssen wir noch Wasser auffangen, Behälter hier sind. Weil wir auch so wenige haben, ne? Ja, viel zu wenig, ich sag's ja. Wenn hier gerade Schildkröten lang kommen, dann brauchen wir die wenigstens nicht suchen. Aber da komme ich dann noch nicht hochgefahren. Ass. Wenn's fertig ist, ich. Der hat eben den Treppenbau irgendwie abgebrochen. Wenn die eine fertig ist, dann setze ich da noch ein Stück ran. Ja, kannst jetzt gleich machen. Was fertig gebaut wird? Warte, ich muss nur noch einen Wasserauffangbehälter bauen, weil wir davon zu wenig haben. Na gut, die könnten wir ja am Ende zum Not wieder abreißen, ne? Die Treppe, ja. Oder also wir lassen sie. Ich reiß dir alles ab, was im Weg steht. Da brauchst du keine Angst haben. Ey, was machst du? Was denn nicht noch jetzt noch nicht kaputt? Ich wollte doch gar nicht. Das Feuer, ne? Ja. Das musst du erst anzünden und dann mit dem Speer reindrommeln. Echt? Ah, genau. Genau. Achso. Dann gehst du einfach auf den Mülleimer auf. Genau. So, kann man jetzt die Treppe wieder reparieren? Die hast du ja schon wieder kaputt gemacht. Nee, aber anscheinend nicht dolle genug. Man muss nicht reparieren. So, warte mal. Simpel. Das ist total simpel hier, die Treppe. Ach nee, Kasten. Könnte natürlich auch eine Hängebrücke dran bauen, aber... Ey, geht das? Das will ich auch. Kann man da jetzt an die Treppe? Ah, das wäre ja zu cool gewesen. Bau einfach diese Treppe fertig. Ja. Sei nicht so gemein zu mir, ich hab ADHS. Da ist ja schon wieder eine Randgruppe beleidigt. Merkt man fast gar nicht. Nee, nee, merkt man nicht. So, muss ich ein bisschen... Ah, so. Natürlich ein bisschen... Tricky jetzt die Treppe. Muss beim Treppen hochziehen mit der Schubkarre ein bisschen rangieren. Ja, naja, es reicht auch, wenn ich zu Fuß hochgehen kann, weißt du? Das ist ja. Zu Fuß kannst du auf jeden Fall hoch. Ja, das ist ja, das reicht ja schon, bloß weil ich ja so, also weil man sonst so nicht dran kommt oben. Der Schubkarre kommt man auch dran. Ja, aber ohne die Treppe meinte ich, ging das nicht. Nee. Ich hab Gammelfüße. Im Inventar. Sagt man dann so. Mann, Mann, Mann. Ich wollte schon wieder alles denken. Na gut, okay, ich komme von der Arbeit. Es kann zwar sein, dass ich jetzt ein bisschen streng rieche, aber... Das fällt eigentlich kaum auf. Weil ich wäre ja duschen gegangen, Leute, aber ich mach das alles für euch, damit ich euch unterhalten kann. Da sitze ich halt auch mal ein bisschen stinkend in der Stube rum. So. Sieht doch gut aus, die Treppe, oder? Ja. Wenn es jetzt noch eine Person geben würde, die einfach bei dem Holz mal mithelfen würde. Echt, so eine Schweine. Warum hilft hier keiner? Die arme Jacqueline, ihr müsst ja alles alleine bauen. Schämt euch. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit dem Stein schmeißen, ne? Ja. Habe ich dich getroffen? Nein. Mist. Warte, ich kümmere mich aber darum, dass du mehr Holz kriegst. Das ist ja sehr aufmerksam von dir. Ja, ich gebe mir Mühe, auch wenn es nicht so aussieht. Oh, Alter, der Baum hat einen Seitung. Ja, habe ich im Augenwinkel aber gesehen. Ich hab den Baum erwischt, wo eine Falle dran ist. Und die schwebt jetzt so ein bisschen in der Luft ohne Baum. Sauber. Den kracht nicht zusammen und wenn ich jetzt durch den Auslöser laufe, funktioniert die sogar noch. Ey! Läuft der eiskalt durch, wird nicht erwischt hier.
Verliert kein Wort. Voll unauthentisch. Das geht mit dem Baumhaus aber auch, das habe ich auch schon mal. Alter, hast du hier eine Falle hingesetzt? Nee, was für eine Falle? Eine Molotow-Falle. Nee. Hab ich die selber hier hingesetzt und latscht durch in meine eigene Falle. Alter, jetzt jappt's nicht rum. Du hast die Falle selber hingesetzt, hast dich selber schuld. So. Wir haben kein Holz mehr. Ja, ich muss jetzt mal kurz in Lager rein. Ich habe hier noch zwei Balken in der Hand. Was essen. Und was trinken. So, Durst ist gestillt. So, jetzt muss ich erstmal ins Haus drin. Ey, oh ey, da voll den Balken gleich vom Kopf. Also ich könnte eben drinnen den einen Schrank. Du musst doch also reparieren. Hier oben kannst du es erst reparieren. Hier oben wird das zum Reparieren. Hatten wir hier im Haus nicht so ein Trockending stehen? Nee, ne? Das hast du weggesprengt. Alter. Also. Ich hab da extra Fisch aufgehangen, das gibt's ja nicht. So, was hast du gesagt? Wo kann ich reparieren? Oh. Muss ich hochgehen, ja? Ja. Gut. Sollte ich auf die Treppe treffen. Boah, diese Möwe geht mir auch auf den Sack, ne? Das ist aber, ich glaube, ein und die gleiche, die hat mich vorhin schon angerempelt. Ja, die ist die ganze Zeit hier im Kreis geflogen und hat dabei rumgequietscht. Ey, das ist jetzt das nächste. Ach, hier steht doch noch ein Trockending. Können wir doch auch kommen. Hier hänge ich alles rein. Füße, Arme, Beine, Köpfe. Oh, sind. Ja, ich habe doch eben noch gesagt, Gammelbeine. Naja, einer muss. Hier ist noch ein Fleischstück drauf. Ich brate hier gerade was, wenn du auch haben willst. Ja, komm ich hin. Das ist. Fleischstück. Ein Kopf. Möwenkopf, Alter. Nein, hier ist doch, hier. Ja, aber ich habe einen Möwenkopf jetzt hier. Hast du jetzt was zu essen? Ja, danke. Hier, komm, schenke ich dir hier. Nee, möchte ich nicht. Das ist die Möwe, die dich... Man spielt auch nicht mit Feuer. Das hast du davon. Ja, das stimmt. Messer, Gabel, Schere, Licht. Ist für Buggy lieber nichts. Könnte man so sagen, ja. Aber dann werden die Folgen auch nur halb so witzig. Das stimmt. Es muss immer einen geben, der sich zum Idioten macht. Und ich mach's ja noch nicht mal absichtlich. Bei mir ist nichts gestellt. War alles ganz spontan. Aber warum kann ich die eine... Komm, jetzt Buggy, reiß sie zusammen. Du musst auch was bauen. So. Was baue ich jetzt mal Sinnvolles? Pavillon. Der ist ja jetzt gar Zeppo. Mach irgendwas mit Stein und nichts mit Holz. Holz ist Mangelware. Okay, nämlich was mit Holz. So. Sollte was mit Holz nehmen, ne? Genau. Ja, warte mal, dann geh zu den Containern und hol mir ein bisschen Material, den kann ich bum bum wieder machen. Wolltest du mitkommen? Nee, warte nicht.
Aber ich kann ja ein paar Steine sammeln, falls ich mal endlich was mir aus Stein bauen darf. Kannst du die Mauer noch höher bauen? Nee, ich baue deine Hausverkleidung zwischendurch weiter. Achso, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Weil wir hatten ja beschlossen, nicht immer so viel auf einmal anzufangen, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Sonst endet das so wie beim letzten Mal. Ja, es war beim letzten, also bei der ersten Session ein bisschen blöd. Ey, da haben wir wirklich jeden Käse angefangen zu bauen. Da war auch kein gestört. Obwohl es ein paar aufgefallen ist, dass wir ziemlich schief gebaut haben. Was? Das halte ich für immer noch für eine Lüge. Ja, ich habe auch gesagt, er soll seinen Monitor gerade hinstellen. Das kann ja nicht sein. Vielleicht hat er ja auch einen Curved-Monitor. Das kann sein. Ich glaube, da muss ich nochmal nachhaken. Das geht ja nicht. Einfach behaupten, wir bauen schief. Das geht ja gar nicht. Aber vielleicht muss das bei mir sehen, weil ich habe ja auch einen Curved-Monitor. Dann sieht das vielleicht gerade. Ja, der muss ja... Das wäre eine Alternative. Ja. Also wenn du zuschaust, weißt du, was du jetzt zu tun hast. Ne? So. Link ist in der Beschreibung. Link ist in der Beschreibung. Ja. Was baust du denn da für Pavillon da oben hin? Wieso? Ich brauche mich ja nicht um Holz kümmern, das machst du ja. Den Wunsch kann ich dir leider noch nicht erfüllen von diesem Pavillon. Nein, ist ja auch okay. Alles gut. Weil auf dieses Haus hier muss erstmal noch ein Dach drauf, das ist ja das Problem. Ja, wenn du immer wieder eine neue Etage baust, anstatt mal ein Dach. Nein, das ist jetzt ja die letzte Etage. Und danach kommt das Dach. Ja, hattest du das davor nicht auch gesagt? Nein. Bist du sicher? Ganz sicher. Oh, hier liegt jetzt auch ein Container im Wasser. Ah, man muss ja aber kurz hochhüpfen, okay. Da steht Sahara. Das ist noch 35 Holz und dann. Ist der Pavillon auch fertig? Ja. Ein Cheat. Ich habe unendlich Holzvorrat. Aber ganz einfach, der zeigt mir auch nur 35 an. Ja, ich hätte das Pavillon auch schon wieder abgerissen. Ehrlich? Ja. Boah. Ja, voll die Spaßbremse. Tja. So geht das nicht. Oh, das ist doch hier alles. Dip, 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 dip.